war gar nicht schlecht. Zum einen zauber ich eine tolle Uhrzeit. Es ist 12:15 und jetzt sage ich Simsalabim. Ich kann auch plötzlich ganz laut sein. Wir haben Besuch bei uns im Studio. Können Sie gerne auch machen, wenn Sie es interessiert, wie es bei uns aussieht hier beim NDR. Einfach anmelden, am besten übers Netz. Und gleich geht es hier um Zaubernächte im Sprechberg. Das Ganze nach George Ezra. NDR 90,3. Wir sind 12:18 haben wir es. Und heute beginnen die Hamburger Zaubernächte. Die 9. Zaubernächte sind es mittlerweile. Und gezaubert wird im Sprechwerk in Borgfelde. Und am Telefon ist Avisata und Zauberer Vitus Witt. Juhu, Herr Witt! Juhu, Malen. Ja, grüße Sie. Herr Witt, Sie schreiben in der Ankündigung, es gibt keine weißen Hase, keine zersägten Jungfrauen, dafür Künstler in zeitgenössischer Kleidung auf der Bühne. Was ist denn jetzt falsch am guten alten weißen Hasen? Naja, wissen Sie, wir Zauberer leiden ein bisschen unter diesem uralten Image, dass wir immer nur Kaninchen aus dem Zylinderhut ziehen. Wenn man irgendein Symbol für die Zauberei sieht, ist es oft das Kaninchen und davon müssen wir mal langsam weg. Erstens ist das hochgradige Tierquälerei und zweitens geht die Welt ja weiter. Und wir zaubern heute natürlich auch in der heutigen Zeit mit den heutigen Mitteln, in unserer heutigen Kostümierung und das ist halt dann zeitgemäß. Okay, aber es bleibt zauberhaft und magisch, ja? Aber ganz gewiss, ich glaube, die Zauberei wird immer ihren Charme behalten. Sie haben diesmal eine Zauberin dabei. Das ist immer noch eine Ausnahme, ne? Ja, es gibt in der Tat wenige Frauen, die sich mit der Zauberei beschäftigen. Umso glücklicher bin ich, dass ich die Cornelia Weiland gewinnen konnte, einmal mit ihrem kompletten Soloprogramm am Samstagabend aufzutreten und zum anderen heute Abend die Eröffnung mit meinem wunderbaren Kollegen Jörg Alexander zu spielen. Für Menschen welchen Alters sind die Zaubernächte gedacht? So ab 8, 9 Jahren ist das schon wunderbar. Okay, können Sie mir noch einen Zauberspruch sagen, bitte? Simsalabim, Trick, hau hin. Ich danke Ihnen herzlich. Danke Ihnen. Und heute Abend geht's los. Die Zaubernächte im Sprechberg in der Klaus-Groth-Straße beginnen 20 Uhr. Vitus Witt.